Ein herzliches Willkommen allen Zuschauerinnen und Zuschauern hier bei UM Media TV zu unserer dieswöchigen Christ Study Hour. Wir werden uns heute dem dritten Thema in diesem Quartal widmen. Es geht um das Thema auf ewige Generationen. Es ist eine Fortsetzung zu dem Thema, das wir in der letzten Woche behandelt haben. In der letzten Woche haben wir uns das ganze Vierteljahr in einem kurzen Abriss angeschaut und heute werden wir tiefer in das Studium eingehen. Wir werden uns heute mit dem Bund beschäftigen, den Gott mit Noah geschlossen hat, und werden sehen, was es auch für unser Leben praktisch bedeutet. Bevor wir aber anfangen, lade ich euch alle zum Gebet ein, damit Gott uns leitet in diesem Studium. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für die Möglichkeit, wieder hier zu sein. Wir danken dir, dass du uns dieses Studium geschenkt hast, und wir bitten dich jetzt, dass du uns zeigst, was darin steckt, was es praktisch bedeutet für uns, dass du uns hilfst, dass es wirklich auch eine Umsetzung in unserem Leben erfährt und dass wir dadurch auch andere erreichen, dass andere Menschen dir näher kommen und dass dein Name verherrlicht wird. Wir danken dir für deine Gegenwart, dass du durch mich sprechen möchtest, dass auch ich dir näher komme. Im Namen Jesu. Amen. Bakterien sind die kleinsten Lebewesen, die wir kennen oder die man so sehen kann. Und das Interessante bei den Bakterien ist, auch wenn man sie tausendfach vergrößert mit den Mikroskopen, dann werden sie doch nicht größer als eine Bleistiftspitze. Also sind unfassbar klein. Aber wenn man ihnen die richtigen Wachstumsbedingungen gibt, wenn man ihnen Wasser gibt, Nährstoffe, Licht, Sauerstoff und auch genügend Wärme, dann werden sie sehr schnell sehr viel wachsen. Und wenn man eine erwachsene Bakterienzelle hat, dann wird sich diese Zelle in zwei Tochterzellen teilen und diese zwei Tochterzellen wieder in zwei weitere jeweils. Und so kann man davon ausgehen, dass dann, wenn alles von den Bedingungen her stimmt, in 24 Stunden ungefähr 16 Millionen Bakterien neu entstanden sind aus einer ursprünglichen Bakterie. Und so kann man dann, wenn man das hochrechnet, sehen, dass in 48 Stunden über 100 Milliarden, vielleicht sogar mehrere 100 Milliarden Bakterien entstanden sind. Und so ähnlich ist es auch mit der Sünde gewesen, nach dem Sündenfall. Wir lesen nämlich in 1. Mose 6, Vers 5 und 11, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse. Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. Das ist unser Einstiegstext in der Lektion für diese Woche. Und da kommen immer schnell die Fragen auf, wie kann das so schnell passiert sein? Und bevor wir uns dieser Frage widmen, möchten wir uns auch noch anschauen, was wir sonst noch alle studieren werden. Wir werden nämlich noch anschauen, warum kam es eigentlich dazu, dass nach nicht mal, beziehungsweise plus minus 1000 Jahre nach der Schöpfung, die Erde an so einem schlimmen Punkt angelangt war. Wir werden uns anschauen, welche Charakterzüge hatte Noah in dieser Zeit, welche Elemente hatte der Bund, den Gott mit Noah geschlossen hatte, wie können wir Gottes Gnade vor der Flut sehen und wie können wir seine Liebe nach der Flut sehen. Weil viele Bibelkritiker nehmen diesen Text, den wir gerade gelesen haben, und sagen, Gott war ziemlich hart. Ich meine, die Menschen haben nicht das gemacht, was er wollte, sie haben nur eine andere Frucht gegessen. Sie haben nur ihre eigenen Wege gewählt und plötzlich will er sie alle umbringen. Aber wie kam es dazu? Wir möchten uns das hier mal anschauen in der nächsten Folie. Und zwar, bis es zu diesem Punkt kam, gab es einen schrittweisen Abfall in der Schöpfung. Gleich im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6, lesen wir vom Sündenfall, wo der Appetit Eva dazu verführt hat, sich von Gott zu trennen, seine Anweisung zu missachten. Aber damit war erst der erste Schritt getan. Dann, nach dem Sündenfall, kommen wir zu dieser Schuldzuweisung in den Versen 11 bis 13. Gott kommt in den Garten, Adam schiebt die Schuld auf Eva, Eva schiebt die Schuld auf die Schlange und damit auf Gott selber. Und Gott letzten Endes erkennt dann, dass Satan wirklich die Schuld hatte. Aber der dritte Schritt war dann in 1. Mose 4, Vers 5, dass Kain neidisch wurde auf das Opfer, das Abel gebracht hat, weil Gott Abels Opfer als wohlgefällig angesehen hat, sein eigenes aber nicht. Daraufhin hat er in Vers 8 dann seinen Bruder erschlagen, wurde der erste Mörder.
In Kapitel 4, Vers 19 sind wir dann schon einige Jahre weiter und dort wird von Lamech berichtet, der sich zwei Frauen genommen hat. Also wir haben ja schon gesehen, dass dann die ursprüngliche Idee der Ehe verachtet und vergessen war. In Vers 23 berichtet uns dann die Bibel, dass Lamech davon spricht, wie ihn jemand, ich sag's mal anders ausgedrückt, gekratzt hat und er ihn dann darum getötet hat. Also man hat gesehen, wie die Menschen langsam überreagieren. Dann in 1. Mose 6, Vers 2 wird beschrieben, wie jeder Mensch quasi mit der Person sexuelle Beziehungen hatte, wie es ihm gerade gepasst hat. Das Fachwort dafür ist Polyamorie. Und dann kommen wir zu 1. Mose 6, Vers 5 und 11, was wir gelesen haben, wo Gott dann sagt, dass alles Trachten der Menschen böse war, die Gedanken durch und durch verdorben. Und anhand von diesem kleinen Beispiel können wir sehen, dass es nicht urplötzlich kam. Gott hat nicht einfach gedacht, okay, jetzt muss ich mal was machen, es läuft doch schon 1000 Jahre anders, als ich wollte, jetzt schnipse ich die alle weg. Es war ein schrittweiser Abfall und es hat Gott sehr geschmerzt dabei auch. Und das Problem ist, wenn man Sünde einfach den freien Lauf lässt, dann vermehrt sich die Sünde und wird immer, immer schlimmer werden. Ich habe das in meiner Pubertätszeit mal im kleinen Stil erlebt. Und zwar habe ich so eine kleine Phase gehabt, wo ich nicht in die Gemeinde gehen wollte mit 12, 13, weil ich einfach auch keinen Anschluss da hatte, keine Freunde in der Gemeinde. Und so habe ich dann natürlich Freunde in der Schule aber gehabt und die hatten aber auch so ihre eigenen Lebensweisen. Und besonders einer hat mich dann mit der Deutschrap-Musik vertraut gemacht. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich viel Deutschrap gehört von Rappern, die wirklich stilistisch sehr gut unterwegs waren. Da gab es einige Rapper, die hatten Wortspiele in ihren Texten drin. Ich sage immer, das hätte Goethe nicht besser machen können. Das war der Wahnsinn, das hat mich so fasziniert. Aber diese Wortspiele haben mich immer weiter weggebracht. Weil anfangs habe ich immer gesagt, es geht mir nur um die Kunst und das ist ja was total, ja irgendwie auch Anziehendes, Attraktives. Aber unterbewusst diese ganze Art von Musik, diese Beats, diese Wörter auch, dieses Pushen vom eigenen Ego, das hat mich immer weiter weggeführt. Und irgendwann habe ich dann diese Texte nicht mehr nur aus der Kunstperspektive gehört, sondern es hat mich wirklich verdorben. Und sobald dann die Rapper anfangen zu rappen, dass ihre Bizepse so groß sind, dass sie eine eigene Umlaufbahn haben und du da als 12-Jähriger daneben stehst und gerade deine ersten Liegestütze gemacht hast und Ärmchen wie Zahnstocher hast, aber denkst, wow, ich bin genauso stark, da fängt dann dein Denken an, sich zu ändern. Und so ging das dann immer weiter. Und ich hatte auch Freunde in der Gemeinde, die dann gesagt haben, wir wissen, dass du das gerne hörst, aber das ist vielleicht nicht die Art von Musik, die du hören solltest. Und es ging dann schrittweise immer, immer weiter, bis ich dann die Musik nicht mehr gehört habe, wegen diesen Wortspielen, sondern einfach, weil das das Ego pusht. Und irgendwann bin ich dann angekommen bei den, wie soll man sagen, ganz verdorbenen Rappern, wo es dann nur noch um Prostitution und Drogen und Geldwäscherei und sowas geht, um Waffen, um Mord. Und das verändert das Denken. Und Gott sei Dank hat er mich dann am Ende da noch rausholen können. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn man nicht aufpasst, wenn man versucht wird und nicht sagt, Herr, hilf mir davon wegzukommen, du kommst automatisch immer weiter rein, weil Satan lässt nicht locker. Und das war das Problem, das die Menschheit damals hatte. Sie haben sich von Gott entfernt. Und schrittweise ging es immer weiter, immer tiefer, bis die Menschen an einem Punkt waren, wo sie nicht mehr sich selber helfen konnten. Und ich habe das auch mal in einer Predigt gehört, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie ich finde. Da ging es auch um diese vorsintflutlichen Menschen. Und der Prediger hat es damals so gesagt, ich habe es am Anfang nicht gleich verstanden, deswegen versuche ich es jetzt zu erklären. Er hat gesagt, wie viel Böses kann eine Kuh schaffen? Und wie viel Böses kann ein Mensch schaffen? Der Mensch hat viel mehr Verstandeskraft, er hat viel mehr Möglichkeiten zum Guten wie auch zum Schlechten. Eine Kuh, ich weiß nicht, was eine Kuh denkt, sie denkt vielleicht ans Fressen und ans Rumlaufen, aber eine Kuh kann nicht viel Böses machen. Aber je höher man in dieser, ich sag mal, in diese Intelligenzstufen geht, in den Wesen Gottes, desto mehr wird auch der Drang zum Bösen deutlich. Weil die Menschen haben viel mehr Intelligenz als Kühe. Und da die Menschen vor der Flut quasi direkt von Adam abgestammt haben und Fähigkeiten hatten, die wir uns heute gar nicht ausmalen können, hatten diese Menschen auch unglaublich viel Potenzial zum Bösen.
Und wenn wir dann auch im Patriarchen und Propheten lesen, wo es um die Zeit vor der Flut geht, wir sehen, die Erde war ganz anders. Es waren mega Bäume, es war überall war es schön, aber die Menschen hatten, die waren viel größer als wir, einige Meter groß waren sie. Sie hatten Projekte und Pläne, wo heutige Menschen gar nicht dazu imstande wären. Und deswegen hatten sie dieses große Potenzial zum Bösen und das haben sie auch voll ausgenutzt. Was aber zum Guten hätte sein können, wenn sie Gottes Ordnung treu geblieben wären. Und jedenfalls wollte Gott dann natürlich, wie wir gelesen haben hier, diese Sünde loswerden, aber trotzdem den Sünder retten. Und jetzt, was meine ich damit? Wir lesen hier in 1. Mose 6, Vers 7 und Vers 6, dass Gott über die Menschen Folgendes sagt. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Wir dürfen nicht den Fehler machen, zu denken, dass Gott jetzt gedacht hat: Oh, was habe ich hier nur fabriziert? Gott weiß alles. Und der Herr weiß auch die ganzen Gedanken seiner Geschöpfe. Er wusste auch, als Satan angefangen hat zu rebellieren, er wusste genau, was in seinem Herzen vorgeht. Und trotzdem hat er diesen Geist der Rebellion auf Freiheit gelassen, sich zu entwickeln, weil er zwar diesen Geist ersticken wollte, aber trotzdem Luzifer damals retten wollte. Genau dasselbe sehen wir auch hier. Und ich möchte mal ein bisschen reinschauen, was die hebräischen Worte hier bedeuten. Die Worte, die mit Reute und Betrübte wiedergegeben sind, bedeuten Folgendes. Reute heißt auf Hebräisch inachem. Und das bedeutet so viel wie Leid tun, sich selbst trösten, seufzen im Sinne von stark atmen oder bedauern. Und betrübte ist das Wort itazev, was so viel heißt wie verletzen, schmerzen, trauern, quälen oder missfallen. Und wenn wir uns das ins Bewusstsein rufen, dann wird ziemlich deutlich, dass es hier nicht darum ging, dass Gott gemerkt hat: Oh, jetzt habe ich irgendwas Falsches gemacht, sondern er hat seine Welt geschaffen, er hat die Menschen mit so viel gesegnet, er hat sie mit Verstandeskraft ausgestattet, er hat ihnen alles gegeben, was sie sich nur vorstellen konnten. Und dann hat er aber gesehen, dass durch diesen einen kleinen falschen Schritt, diese Frucht zu nehmen, alles so böse geworden ist. Und dann heißt es hier, dass Gottes Herz sich darin gequält hat und dass es Gott leid getan hat, weil er so sehr verletzt wurde. Und ich erinnere mich noch, als ich diesen Text mal gelesen habe, vor einigen Jahren, das ist schon lange her, da habe ich mich selber so richtig in die Bibel reingelesen erstmal. Und ich habe diesen Text gelesen und irgendwie Gott hat mir so ein Mitleid für sich gegeben. Ist schon, klingt vielleicht komisch, wenn man sagt, ich hatte Mitleid mit Gott, weil eigentlich müsste es andersrum sein. Aber irgendwie, es hat mir sehr leid getan, wenn du hier so ein Kunstwerk aufstellst, du schaffst das alles, du machst die Menschen. Du schaffst ihnen so einen schönen Platz zum Leben und dann geht es so in die Hose, weil sie sich dagegen entschieden haben. Das ist ein Schmerz, den eigentlich nur Eltern nachempfinden können. Und vielleicht gibt es von euch Zuschauern auch jemanden, der so etwas Ähnliches erlebt hat im kleinen Rahmen, dass man irgendetwas für jemanden gemacht hat, der es aber völlig missbraucht hat und man diesen Schmerz spürt. Und das ist das, was Gott hier erfahren hat. Ich möchte da noch ein bisschen tiefer einsteigen in diesen Charakter Gottes. Denn wenn wir ins Neue Testament schauen, zum Beispiel in Markus 6, Vers 34, dort lesen wir, wie Jesus sich dieser Volksmenge zugewandt hat und dann begibt sich hier Folgendes. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Also Jesus sieht hier, dass diese Volksmenge völlig verwildert und alleine ist. Und er fängt an, ihnen Dinge beizubringen und sich um sie zu kümmern. Worauf ich aber hinaus wollte, ist dieses griechische Wort, was hier hinter hatte Erbarmen steckt. Denn dieses Wort heißt auf Griechisch esplanchniste. Und das heißt, wenn man es tiefer anschaut, in den Innereien bewegt sein oder die Gedärme schmachten lassen. Also wenn die Bibel hier davon spricht, dass Jesus Mitleid mit den Menschen hatte, mit dieser Volksmenge, die so völlig alleine war,
dann beschreibt sie, wie sich seine Gedärme umgedreht haben und er sich innerlich vor Schmerzen gekrümmt hat, weil er so ein Mitleid mit den Menschen hatte. Und das ist genau der gleiche Charakter, den Gott auch vor der Flut hatte, bevor er die Menschen vernichtet hat. Gottes Gerichte kommen ja nicht immer so Schlag auf Schlag und urplötzlich. Zum Beispiel, wir werden das auch noch in einer weiteren Lektion sehen, dass Gott zu Abraham gesagt hat, ich gebe euch dieses Land, aber ich kann es euch noch nicht geben, weil das Maß der Sünde der Amoriter noch nicht voll ist. Gott hat damals mit den Amoritern gearbeitet und erst als sie sich endgültig verschlossen haben, hat er sie der Vernichtung preisgegeben. Genau so war es auch damals vor der Flut. Gott hat lange mit ihnen gearbeitet, aber irgendwann war das Maß erreicht und es hat ihm trotzdem unglaublich wehgetan. Jeremia beschreibt es auch ganz schön in Kapitel 18, Verse 6 bis 10. Hier sagt Gott, kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer, du Haus Israel, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Einmal rede ich über ein Volk oder ein Königreich, das ich es ausrotten, verderben und zugrunde richten will. Wenn aber jenes Volk, über das ich geredet habe, von seiner Bosheit umkehrt, dann reut mich auch das Unheil, das ich über sie zu bringen gedachte. Und ein anderes Mal rede ich über ein Volk oder Königreich, das ich es bauen und pflanzen will, wenn es aber das tut, was böse ist in meinen Augen und auf meine Stimme nicht hört, so reut mich auch das Gute, das ich vorgenommen hatte, ihnen zu tun. Hier wird genau das nochmal deutlicher beschrieben. Es ist ja nicht so ein plötzliches Reuen, das Gott überkommt, wo er sich einen Fehler eingesteht, sondern einfach dieses schmerzliche Reuen, wo er gemerkt hat, okay, die Menschen handeln anders, als ich es gedacht habe. Und darum geht es. Aber zum Glück können wir wirklich sagen, musste Gott nicht die ganze Menschheit vernichten. Es war zwar wirklich der Großteil, wenn man bedenkt, dass nach manchen Archäologen die Menschen vor der Flut fast die gleiche Bevölkerungszahl hatten wie wir heute und nur 8 Menschen später gerettet wurden, dann ist das schon sehr beängstigend und sehr eindrucksvoll, wenn man darüber nachdenkt. Aber wir wollen von den Menschen noch ein bisschen lesen, die damals dann gerettet wurden. So heißt es in 1. Mose 6, Vers 9, dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Also Noah sticht hier ziemlich heraus aus den ganzen Menschen vor der Flut. Vorher haben wir gelesen, alles war durch und durch verdorben und böse. Aber Noah wird hier als gerecht, untadelig beschrieben und als einer, der mit Gott wandelt. Weil Noah diese rettende Beziehung mit Gott hatte. Und Noah war einer, der Gott nicht nur rein theoretisch an Gott geglaubt hat, so wie es auch heute viele Christen gibt, die sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich habe auch mal mit einem Menschen gesprochen und wir haben dann über den Glauben geredet und ich wollte dann wissen, bist du eigentlich auch gläubig? Und er sagte dann, ja, ich gehe 2-mal im Jahr in die Kirche, an Ostern und an Weihnachten. Aber das ist nicht der Glaube, den Noah hatte. Noah hatte eine tägliche Beziehung mit Gott. Und wenn Gott gesprochen hat, hat er zugehört und er hat ihm auch gehorcht. Und das ist auch der Grund, warum ihn Petrus im 2. Petrus 2, Vers 5 den Verkündiger der Gerechtigkeit nennt. Aber die Frage ist, warum wird Noah so beschrieben? Warum sagt Gott, dass er gerecht, untadelig ist, dass er mit ihm wandelt? Wenn wir nochmal zum Text vorher zurückkommen und genau genommen nochmal einen Vers davor, 1. Mose 6, Vers 8, dort heißt es, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Das ist auch die erste Stelle, wo das Wort Gnade hier in der Bibel auftaucht. Und das Wort Gnade wird immer dann verwendet, wenn es um Menschen geht, die Gnade bekommen haben von Gott, aber die es selber überhaupt nicht verdient haben. Und deswegen ist es auch sehr wichtig hier zu sehen, Noah wurde nicht ausgewählt, weil er so nach diesem Predestination-Prinzip, Gott hat vorher ausgewählt, wer gerettet wird und wer nicht. Es ist sehr interessant, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt. Der Heilige Geist, der Noah, Mose, David, Salomo, Daniel, Petrus, Paulus, Johannes, wen auch immer, befähigt hat und zu diesen Männern des Glaubens gemacht hat, derselbe Heilige Geist steht uns zur Verfügung. Theoretisch wissen wir das. Aber praktisch müssen wir uns bewusst werden, dass diese
diese Größe, die Noah erreicht hat im Glauben, die Gott in ihm hervorgebracht hat, auch uns zur Verfügung steht. Nur die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Wissen wir das theoretisch und sitzen in der Sabbatschule, drehen Däumchen, reden darüber? Oder sind wir dazu bereit zu sagen, Herr, okay, ich bin bereit, verändere meinen Charakter, forme mich, benutze mich zum Segen für andere und da, wo ich kantig bin, schleife mich. Und deswegen, dass Noah Gnade gefunden hat vor Gott, war nicht sein Verdienst, es war Gott, der an ihm arbeiten konnte und der ihn dann zu dem machen konnte, was er später war. Und so ist die sichere Frage, kann auch sowas von uns gesagt werden, dass wir gerecht und untadelig sind? Und da muss man sehr aufpassen, das weiß ich, dass man nicht, weil die einen, die, sage ich mal, haben so eine falsche Demut, wo sie sagen, nein, das können wir nie erreichen und das passiert nie. Und die anderen, die sind, gibt wenige, aber gibt schon einige, die dann sagen, ja, ich war 24 Jahre Gemeindeleiter, ich habe 13 Jahre die Heimatmission betreut, ich gehe 5-mal in der Woche auf den Marktplatz zum Bücherstand, ich bin sehr gerecht, ich habe hier so ein All-Inclusive-Bändchen um mein Handgelenk, wo ich direkt in den Himmel komme. Das sind so zwei Extreme, aber wir müssen das anders verstehen. Könnte das auch von uns gesagt werden, dass wir so sind? Wenn nicht, haben wir noch was vor uns? Wenn ja, müssen wir aufpassen, dass wir nicht aus diesem Stand fallen. Ich möchte aber noch ein Zitat aus dem Geist der Weissagung hier lesen. Wir finden das in Testimonies for the Church, Volume 4, Seite 89. Und dort heißt es, dort ist unser Zustand beschrieben, der Zustand von Laodicea. Wir müssen aus unserem lauwarmen Zustand kommen und eine echte Umwandlung erfahren, oder wir werden aus dem Himmel fallen. Das ist ein unglaublich starkes Zitat und es kann auch unglaublich wehtun, wenn es den sündhaften Stolz durchdringt. Aber wenn wir glauben, dass diese Botschaft von Gott kommt, müssen wir ihr Beachtung schenken. Denn die Bibel sagt in Bezug auf Johannes den Täufer, dass die Pharisäer Johannes abgelehnt haben, den Propheten Gottes abgelehnt haben, aber damit den Ratschluss Gottes verachtet haben. Also wer Gottes Propheten ablehnt, der lehnt Gott selber ab. Und genau das Gleiche finden wir auch in der Geschichte von Samuel. Als Israel angefangen hat, einen König zu begehren, war Samuel sehr traurig und hat gedacht, sie haben jetzt ihn verworfen als Person, als Prophet. Aber Gott hat zu ihm gesagt, fürchte dich nicht, sie haben nicht dich verworfen, sie haben mich verworfen. Wer die Anweisungen von Gottes Propheten verwirft, der verwirft Gott. Und deswegen müssen wir so eine Umwandlung erfahren. Und die Sache ist, viele von uns Adventisten, wir haben kein Problem, Gott das Leben zu 80% zu übergeben. Manche von uns zu 90, die wunderbaren Super-Adventisten zu 95%. Und dann gibt es welche, die sind in der Heiligung schon ganz weit oben, die übergeben Gott das Leben zu 98%. Aber die Frage ist, was ist mit diesen 2%, die wir zurückhalten? Die Bibel sagt doch, dass uns Sünde von Gott trennt. Und ich möchte ein ganz kurzes Beispiel dazu geben. Ich denke, viele von uns, wir haben keine Probleme damit, dass wir jemanden umbringen wollen oder dass wir Raubüberfälle planen. Von sowas müssen wir nicht zurücktreten, weil wir das nie gemacht haben. Aber die Frage ist, was ist mit diesen kleinen Alltagssünden, mit diesen kleinen Charakterschwächen, die wir behalten? Beispiel. Wir, die wir in Deutschland leben, wir sind ein sehr zivilisiertes Volk, würde ich mal sagen. Wir wissen, wie man sich anzieht, wir wissen, wie man sich benimmt beim Essen, wir haben Manieren, wir sind höflich, wir siezen. Und wenn man sagt, wir kommen um 15 Uhr zu dir, dann ist man spätestens um 14.50 Uhr da. Man ist sehr pünktlich. Und das ist auch alles nicht schlecht. Aber ich habe gemerkt, und ich werde gleich von mir ein bisschen berichten, irgendwas passiert in den deutschen Köpfen, wenn wir ins Auto steigen. Da ist man 5 Minuten vorher noch auf der Arbeit, super gelassen, man redet ausgelassen mit den Kollegen und man läuft dann zum Auto, schließt das Auto auf, alles wunderbar und man fühlt sich noch gut, der Arbeitstag war schön, man hat viele Aufträge abgewickelt, man hat Geld verdient, gerade noch die Ehefrau angerufen, freut sich auf das Abendessen. Dann macht man aber die Autotür auf, setzt sich hin, Tür zu und auf einmal wird man von dem wunderbar netten deutschen Durchschnittsbürger zum Dann fährt man in der 30er-Zone und da fährt einer 29
Und man denkt sich, fahr schneller! Und ganz ehrlich, für das deutsche Herz, 29 in der 30er Zone, das geht doch nicht, oder? Und dann fährt man aber auf die Autobahn und ist gerade seine 100 Sachen gewohnt, fährt auf die linke Spur mit 120 und kaum ist man auf der linken Spur, spürt man schon den Mercedes-Stern im Nacken, weil hinten ein Mercedes mit 250 Sachen angerauscht kommt. Und dann sieht man schon Lichthupe und es wird gehupt und geschimpft und wo hast du deinen Führerschein gemacht? Und lauter solche Sachen. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, Autofahren ist für viele von uns ein wirklicher Charaktertest. Und ich habe das auch so ein bisschen, glaube ich, von meinem Vater geerbt. Er war auch so ein linke Spurfahrer, linke Spur, rechtes Pedal und durch. Und ich habe das anfangs wirklich viel, viel übernommen. Und das, was ich gerade erzählt habe, waren nur so ein paar kleine Beispiele, was mich wirklich gestört hat an anderen Autofahrern. Und wenn ich dann irgendwo geschoben wurde auf der Autobahn, dann bäumt sich das Ich auf. Und dann kommt man in die Stadt, fährt seine 50 Sachen und hinter einem ist ein anderes Auto, der fährt aber 55 und schiebt dich fast schon von der Straße und du denkst dir, jetzt zeige ich es dir und du bremst runter. Und all diese Charakterprobleme, die dann aufkommen. Und man mag vielleicht drüber lachen, aber das Problem ist, was machen diese Dinge mit uns, wenn dieses Ich in uns aufkommt? Das ist genau das Problem, was wir haben, dass wir diese 2% Gott nicht übergeben können. Wir wissen, wie man super heilig ist. Aber in diesen kleinen Situationen, wo der Charakter wirklich getestet wird, versagen viele von uns. Und es ist nicht einfach, davon loszukommen. Das Gute ist, ich habe dann auch ein Mädchen kennengelernt, die überhaupt nicht gewohnt war, schnell zu fahren, die mich dann immer, wenn sie mitgefahren ist, gesagt hat, brems mal ein bisschen. Und es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich dann langsamer gefahren bin. Aber heutzutage muss ich sagen, erstens schont es meine Nerven, und zweitens spare ich sehr viel Geld, sehr viel Spritgeld. Deswegen, es lohnt sich, langsam zu fahren. Und es lohnt sich, wenn man diese kleinen Charakterschwächen, die man hat, Gott übergibt. Weil Gott kann das überwinden. Und es ist ja auch immer das Argument, dass man sagt, wir werden diese Erde nie sündhaft verlassen können. Die Frage ist, stimmt das? Weil was wir bedenken müssen ist, welche Sünde kann Gott nicht überwinden? Und das Zweite, was wir bedenken müssen ist, wenn wir nicht bereit sind, uns verändern zu lassen, dann werden wir diese Erde auch nie sündhaft verlassen können. Aber wenn wir bereit sind, was steht im Wege? Die Bibel sagt doch, mit Gott ist alles möglich. Und außerdem lesen wir auch von den 144.000, die makellos und rein vor Gott stehen, die diesen perfekten christlichen Charakter entwickelt haben in dieser Welt. Und deswegen, es gibt Hoffnung, aber wie wir gelesen haben hier in Testimonies for the Church, wir müssen eine echte Umwandlung erfahren, weil wir sonst aus dem Himmel fallen werden. Und ich möchte dann nachher noch ein bisschen näher darauf eingehen, was es im Detail bedeutet, aber erstmal so viel dazu. Wenn wir weitergehen in unserem Text, in 1. Mose 6, Vers 18 lesen wir dann, dass Gott sagt, aber mit dir, Noah, will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Also die Grundlage von dem Bund ist relativ einfach. Gott sagt, so und so sieht es aus, das ist die Abmachung. Und damit könnte man meinen, Ende Gelände. Aber vielleicht, und das haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen angerissen, steckt da weitaus mehr dahinter als diese einfache Abmachung, dieses Versprechen, das Gott gegeben hat. Wir haben uns letzte Woche schon angeschaut, dass es unglaublich viel auch von Noah erfordert hat, diesem Bund treu zu sein. Weil ja, wenn Gott sein Versprechen nicht hätte halten wollen oder können, dann hätte Noah keine Chance gehabt. Dann wäre er untergegangen mit dem Rest der Welt. Aber die Bibel sagt, dass ohne Glauben wir Gott nicht gefallen können. Und in Hebräer 11, Vers 1 heißt es ja auch, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und wenn wir dann weiterlesen in Hebräer 11, wird auch beschrieben, dass Noah auf Glauben hin dieses Schiff gebaut hat. Weil damals ist ja immer dieser Dunst aufgestiegen. Es gab keinen Regen. Warum sollte also auf einmal eine Flut kommen, die die ganze Erde umwälzt? Die Physiker damals haben ja auch gesagt, das kann nicht sein. Diese Naturgesetze kann keiner außer Kraft setzen. Und dann fängt Noah an diesem Schiff zu bauen, obwohl es nicht mal Regen gibt, nicht mal so große Ozeane wie heute. Völlig bescheuert aus menschlicher Sicht. Und deswegen hat es für Noah unglaublich viel
Glaube auch erfordert unglaublich viel Einsatz, dem auch treu zu sein. Weil er predigt Jahr um Jahr um Jahr um Jahr, es passiert nichts und die Menschen fangen an zu spotten, obwohl es einige anfänglich geglaubt haben. Und dann passiert einfach nichts. Und das war das, was Noah so herausgefordert hat. Denn wenn er nicht geglaubt hätte, dann hätte letzten Endes dieser Bund auch gebrochen werden können. Gott spricht hier aber im Weiteren noch von meinem Bund. Und wir haben uns letzte Woche auch dann schon angeschaut, was das bedeutet, weil dieser Bund hat eine Dynamik. Gott sagt das eine, aber Noah muss das andere erfüllen, dass der Bund zustande kommt. Und worauf wir jetzt uns noch ein bisschen fokussieren wollen, ist, inwieweit würde Gott von diesem Bund profitieren? Weil er sagt ja, es ist mein Bund, den ich mit dir aufrichten will. Welchen Vorteil würde Gott davon haben? Wir möchten dazu einen Text anschauen im Buch Jesaja, Kapitel 53, Vers 11. Dort heißt es über den Messias: Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Gott liebt es, Menschen zu retten für die Ewigkeit. Und darum hat er auch, er wollte die Sünde beseitigen, hat aber nicht alle vernichten können oder wollen, weil er die Menschen trotzdem noch retten wollte. Satan hatte darauf hingearbeitet, dass die Menschen alle vernichtet werden. Aber Gott hatte einen Plan B. Er hat mit Menschen gearbeitet, die auf ihn gehört haben, und so konnte er letzten Endes diesen Bund auch aufrechterhalten. Und Gott liebt es ungemein, mit uns lebendige Beziehungen zu haben. Ich möchte das gleich noch an einem anderen Bibeltext verdeutlichen. Aber wir haben vielleicht auch in der Gemeinde oftmals den Eindruck, dass Gott irgendwo auf seinem Thron sitzt, so Befehle ergibt. Der Vater ist der Vater. Jesus, der ist gekommen, er hat diese ganze Strafe auf uns genommen. Er hat alles, was so schlecht ist, diesen ganzen Zorn hat er getragen. Und er ist quasi der Liebe. Und der Vater gibt es auch. Und wir wissen, dass er eigentlich so ist wie Jesus. Aber wir haben so keinen Bezug dazu. Aber Gott liebt es, Menschen zu retten. Und er liebt es, mit ihnen Zeit zu verbringen. Und jetzt möchte ich da auch noch einen kleinen Ausflug machen in das Buch der Sprüche. Ich habe das, was ich gleich sagen werde, vor 3 oder 4 Jahren meiner Predigt von Pavel Goya gehört, wo er das erwähnt hat. Und es hat mich wirklich umgehauen. Es ist wirklich der Wahnsinn. Weil hier in Sprüche 8 wird quasi auf poetische Weise beschrieben, wie die Gottheit, wie der Sohn mit dem Vater vor der Erschaffung der Menschen zusammengelebt hat, wie ihr Verhältnis war, wie ihre Beziehung war. Und hier heißt es dann in Vers 30, dort sagt Jesus: Da war ich Werkmeister bei ihm, dem Vater, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Jetzt, Wonne ist ein ziemlich altertümliches Wort, aber es bedeutet eigentlich große Freude. Und hier wird quasi beschrieben, dass Jesus vor der Erschaffung der Welt, vielleicht sogar vor der Erschaffung aller anderen Wesen, Tag für Tag mit dem Vater zusammen war und sich vor seinem Angesicht gefreut hat. Und als dann die Menschen kamen, hatte er auch seine Freude an den Menschenkindern. Und das Schöne ist, die hebräische Sprache gibt uns einen kleinen Aufschluss darüber, wie diese Freude ausgesehen haben könnte. Dieses Wort, das nämlich mit Freude übersetzt wird, oder auch das Wort hatte meine Wonne, bedeutet auf Hebräisch Folgendes. Freude kommt von dem Wort Mesacheket und hat auch die Bedeutung, freudig zusammenspielend, wie Kinder auf der Straße spielend, spaßig spielend, zusammen lachen, amüsieren, herumalbern. Wir müssen uns das mal auf der Zunge vergehen lassen. Wenn wir darüber nachdenken, dass der Vater und der Sohn in der ewigen Vergangenheit zusammen Zeit verbracht haben und wie Kinder zusammen gespielt haben. Wie genau das ausgesehen hat, kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht, ob sie da jetzt mit Bauklötzchen gespielt haben, wahrscheinlich nicht. Aber es zeigt uns sehr deutlich, dass Freude über alle Maßen in der Gottheit existiert hat. Und wenn es dann später zu den Menschen kommt, hatte meine Wonne, kommt von dem Wort Shashuai. Und das bedeutet so viel wie amüsieren, unterhalten, begeistern oder auch kitzeln. Es ist eigentlich fast zu schön, um wahr zu sein, finde ich. Aber letzten Endes es ist so. Und wenn wir uns das vorstellen, wie der Schöpfer im Garten Eden mit Adam und Eva
Fange gespielt haben könnte, Verstecken gespielt haben könnte, das gibt uns ein ganz, ganz anderes Bild auf Gott, als man es sich denken möchte, weil er nicht nur dieser Gott auf dem Thron ist, der da sitzt und Befehle verteilt nach links und rechts und auch ein liebevolles Vaterherz hat. Es zeigt uns, dass Gott wirklich Spaß haben kann und dass er mit den Menschen ebenso diese lebendige Beziehung haben will wie mit einem Freund. Jesus sagt auch später im Johannesevangelium dann, dass der Vater euch lieb hat. Und dieses Wort lieb ist im Griechischen Phileo, diese Bruderliebe. Also Gott möchte mit uns eine Art Beziehung haben, wie mit einem Bruder, mit einem besten Freund. Und wenn man sich das anschaut, zusammen mit dem Text aus den Sprüchen, wie Gott unter sich die Dreieinigkeit, diese Freude hat und wie Kinder spielt und dann später mit den Menschen, da sehen wir, was für ein Charakter Gott wirklich hat. Und Gott liebte es, die Menschen zu retten. Und deswegen wollte er auch die Menschen nicht vernichten. Er wollte die Sünde loswerden, ja. Aber er wollte die Menschen immer noch retten. Er wollte mit ihnen wieder diese Freude haben, die vor der Sünde stattgefunden hat. Und letzten Endes ist es so, wie mit einem, wenn einer auf einem Schiff über Bord geht und der Kapitän oder der Matrose ihm so einen Rettungsring zuwirft. So ist Gott, er wirft es uns zu, aber wir müssen diesen Ring nehmen. Und Gott kann machen, was er will, aber wird niemals irgendjemand zwingen, diese Art von Freundschaft mit ihm einzugehen, auch wenn er es anbietet. So viel zu dem kleinen Exkurs, aber kommen wir wieder zurück zu dem eigentlichen Studium. 1. Mose 7, Vers 23 lesen wir: Gott vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt, nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Dieses Wort übrig taucht hier auch zum ersten Mal in der Bibel auf. Und wir gucken uns gleich noch ein paar weitere Texte an, wo dieser Wortstamm von diesem Wort übrig wieder auftaucht. Zum Beispiel in 1. Mose 45, Vers 7 geht es um die Geschichte mit Josef, wo die Bibel sagt: Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden, um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Also sicherlich wollte Satan vielleicht auch diese Hungersnot damals die Familie des Bundes auslöschen, aber Gott hatte andere Pläne. Er hat Josef nach Ägypten gesandt, damit seine Familie nicht zugrunde geht und dass seine Familie letzten Endes als Überrest gesichert wird, damit diese Bundesverheißung immer weitergetragen werden kann. Später im Buch Jesaja finden wir in Kapitel 4, Vers 3 auch das gleiche Wort. Und es wird geschehen, jeder Übriggebliebene in Zion und jeder Übriggelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden. Jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem. Dann Kapitel 11, Vers 11, nochmal dasselbe. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist, loszukaufen aus Assyrien und aus Ägypten, aus Patros und Kusch und Elam und Sinia, aus Hamat und von den Inseln des Meeres. Also Gott ist hier in der Geschichte von Noah, um darauf zurückzukommen, vom Schöpfer zum Richter geworden. Aber die Frage ist, was würde überleben? Und Noah hat dann überlebt, weil Gott etwas für ihn getan hat. Aber Gott hatte immer, auch wenn die Geschichte sehr schlecht aussah, damals mit den Menschen vor der Flut, er hatte immer einen Überrest, der seine Intention für die Menschheit doch noch erfüllen konnte. Wir werden, um ein bisschen vorzugreifen, in der 6. Lektion noch genauer auf die Übrigen eingehen und dann auch auf uns als adventistisches Volk, da wir uns ja als die Übrigen verstehen, das noch genauer studieren. Deswegen in der übernächsten Woche nochmal herzliche Einladung, dieses Studium anzugehen. Es ist sehr interessant und es hat mir auch persönlich viel Spaß gemacht, das vorzubereiten und zu studieren mit den Übrigen. Und hier sehen wir so einen kleinen Vorläufer, dass Gott immer, auch wenn die Geschichte völlig schlecht aussah, noch Menschen hatte, auch wenn es wenige waren, die seine Absichten noch ausgeführt haben. Ja, aber um es ein bisschen vorzugreifen, weil es ja auch darum geht, wie können wir das praktisch machen von der Geschichte damals. Wenn wir uns als die Übrigen verstehen, ist die Frage, bauen wir auch an unserer Arche? Oder denken wir haben das adventistische All-Inclusive-Bändchen ums Handgelenk und können damit automatisch in den Himmel rutschen?
Und theoretisch wissen wir ja, dass es nicht so funktioniert, dass wir durch die Gemeindezugehörigkeit oder durch das bloße Beachten des Sabbats nicht besser werden, nicht gerettet werden. Aber wenn wir mal ehrlich sind, kann es vielleicht sein, dass wir irgendwo tief im Innern manchmal doch dieses Denken haben. Dass wir denken, ja, ich war doch jetzt so lange in der Heimatmission tätig, ich habe doch die Sabbatschule geleitet und ich habe mich doch ferngehalten von Alkohol und von Schweinefleisch und habe mich vegan ernährt und so weiter und habe mich von der Welt distanziert. Aber wir müssen auch hier verstehen, der Zweck der Übrigen ist ein anderer, als sich einfach nur abzugrenzen. Die Pharisäer waren in gewisser Weise auch die übrigen Heuchler damals, aber sie haben sich abgegrenzt. Und vor ein paar Quartalen, ich weiß nicht mehr genau wann, als wir Esra und Nehemia studiert haben, war es auch sehr schön zu sehen. Esra und Nehemia haben zwar die Mauern von Jerusalem aufgebaut, aber was nicht passieren durfte, dass sie diese persönlichen sozialen Mauern aufbauen. Und da ist immer die Gefahr, wo wir uns befinden, dass wir vielleicht manchmal doch in diesem Denken drin sind. Wir sind doch Adventisten, wir sind ja das Volk der Bibel. Aber die anderen, das sind die aus Babylon, das sind die Bösen, das sind die Heiden, tief im Innern. Wir wissen, dass es so nicht sein muss und darf, aber manchmal kommt das vielleicht doch in uns auf. Und das ist dann auch eine gute Möglichkeit, diese Charakterschwächen Gott vorzulegen, dass nicht nur das Autofahren besser wird, sondern auch unser Umgang mit den anderen Menschen. Und da müssen wir uns auch die Frage stellen, haben wir auch diesen Dialog mit Gott, wie Noah hatte? Von Noah und Henoch wird gesagt, dass sie mit Gott gewandelt sind, dass sie Gott zugehört haben und nicht nur ihn im Gebet mit einem Monolog erschlagen haben. Und was daraus resultiert ist, bin ich bereit, ich persönlich mich von Dingen zu trennen? Bin ich bereit, diese zwei, vielleicht 1% aufzugeben, die mich von Gott noch trennen? Ich habe vor ein paar Monaten das Buch Der Weg zur Gesundheit durchgelesen. Und als ich dann erfahren habe, dass Milch und Zucker in Kombination nicht gut sind, da habe ich mich dann erst sehr aufgeregt und ich habe gesagt, lieber Gott, das darf nicht wahr sein, nicht meine Milka-Schokolade. Die schmeckt so gut, nicht meine Milka-Schokolade. Und letzten Endes, um es kurz zu machen, ich habe dann gesagt, hey, okay, hilf mir das aufzugeben und es hat auch funktioniert. Nur viele von uns, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, haben immer so diese Einstellung, das mit der Ernährung, das mit der Kleidung ist doch gar nicht so wichtig, das ist Nebensächlichkeiten. Und ja, es ist nicht heilsentscheidend, das weiß ich, aber darum geht es nicht. Wenn wir zum Beispiel in Testimonies to Ministers, Seite 473 lesen, ich habe das Zitat jetzt nicht hier auf der Folie, aber ihr könnt es gerne nachschauen. Testimonies to Ministers, Seite 473. Da wird quasi ein Dialog zwischen Satan und seinen Engeln beschrieben von Ellen White, wie Satan versucht, die Menschen zu fangen, wie er versucht, sie einzukesseln. Und unter anderem wird da eben auch gesagt, dass Satan die Idee hat, die Menschen in ihrem Appetit zu fangen, die Menschen zu fangen mit unanständiger Kleidung. Und bevor da jetzt wieder jemand die böse Ellen White-Keule auspackt und sagt, Ellen White hat geschrieben das und du ziehst dich nicht richtig an, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, was sagt es mir selber? Wir müssen bei uns anfangen. Und bei mir war es damals, ich habe nie in meinem Leben Alkohol getrunken, ich habe nie Drogen genommen, das war nicht mein Problem. Aber dieses kleine Ding, was der Geist der Weissagung sagt, das ist nicht gut für den menschlichen Körper. Wir haben immer die Wahl. Wollen wir das annehmen von Gott? Wollen wir, wenn wir sagen, wir glauben, dass Ellen White eine Prophetin war, wollen wir das dann auch annehmen? Wollen wir dem auch treu sein, bis ins kleinste Detail? Oder wollen wir sagen, nee, das ist nicht so wichtig, das ist nebensächlich? Manchmal haben wir so den Eindruck, dass nur weil große Glaubenspersönlichkeiten, wie zum Beispiel die Reformatoren, gewisse Dinge nicht erkannt haben, dass wir das auch nicht erkennen müssen. Das einfaches Beispiel ist zum Beispiel, wir bewundern ja Melanchthon, Calvin, Luther, Zwingli für ihre Ideen, die sie gebracht haben, beziehungsweise die sie entdeckt haben, die kommen ja nicht von ihnen. Und wir sagen, das sind Männer des Glaubens, aber die haben ja nichts von Ernährung gepredigt, also müssen wir das auch nicht beachten. Nur weil diese Menschen nicht dasselbe Maß an Licht hatten wie wir, heißt das nicht, dass wir genauso handeln müssen. Wir haben einen ganz anderen Maßstab. Der Geist der Weissagung sagt ja auch, dass es kein
Volk an Menschen, keine Generation an Menschen gab vor den Adventisten, die diese Fülle und diese Macht an Wahrheit hatten, die dieses Licht hatten. Und deswegen ist unser Maßstab weitaus höher als der der Reformatoren. Zum Beispiel Melanchthon und Calvin habe ich letztens gelesen in einem Buch, die haben sogar den Scheiterhaufen befürwortet für Gegner der Reformation. Und das als diejenigen, die eigentlich, wenn man das so sich erstmal anschaut, völlig gegen diese ganzen Maßnahmen der Kirche damals waren, weil sie in ihrem Verständnis eben nicht so weit fortgeschritten waren. Und deswegen, um darauf zurückzukommen, was ich gesagt habe, wenn wir kleine Dinge erkennen, wenn sie auch nur so unscheinbar sind, müssen wir uns bewusst sein, dass auch das letzten Endes andere zur Sünde verführen kann und auch uns selber von Gott trennen kann. Ich habe zum Beispiel früher, als ich angefangen habe, im Fitnessstudio zu trainieren, auch gerne dann Bilder hochgeladen von meinem Sixpack und so auf Instagram und von den Muskeln im Tanktop und so weiter. Aber als ich dann angefangen habe, die Bibel zu lesen, und das ist so interessant, Gott arbeitet an einem Geist eines Menschen und er zeigt einem, das könnte andere Menschen verführen. Und viele würden da jetzt bestimmt sagen, das ist doch nebensächlich, wie willst du jemanden verführen? Du machst ja nichts Außergewöhnliches, du zeigst ja nur, was du hast quasi. Aber das ist eben das Problem. Wer weiß, was sich junge Mädels dabei denken oder so. Für Männer ist das vielleicht ein größeres Problem als für Frauen, aber wir müssen auch im Kleinen treu sein. Und deswegen, wenn wir so wandeln wollen mit Gott und wenn wir so mit Gott wandeln wollen wie Henoch und Noah, müssen wir auch bereit sein, die kleinsten Dinge anzunehmen, die Gott uns zeigt und vorgibt. Gehen wir weiter. In 1. Mose 9, Vers 12 bis 15, wird dann beschrieben, was nach der Flut passiert ist. Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen ist, von allen lebendigen Wesen, von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Der Regenbogen ist schon ziemlich faszinierend. Wenn kleine Kinder in die Wolken schauen und diesen Regenbogen sehen, das ist so das Erste, was jedes Kind irgendwie begeistert aufnimmt. Und auch für uns Erwachsene ist es natürlich einfach schön. Ich meine, wie viele Modemarken oder wie viele Symbole hat man in der Welt, wo der Regenbogen verwendet wird. Leider auch in der LGBT-Szene, wo es leider ein bisschen anders gedeutet wurde. Aber der Regenbogen hat schon irgendwie eine besondere Bedeutung für die Menschen. Und das Interessante ist, bei diesem Bund, hier wird von den Menschen keine Bedingung verlangt, beziehungsweise erwartet. Gott sagt einfach, ich setze diesen Bogen in die Wolken, einfach als Zeichen. Aber die Menschen müssen nicht daran glauben, dass dieser Bogen kommt oder müssen nicht gehorchen, so wie später auch bei Abraham dann. Es ist ein besonderer Bund in dem Sinne. Und in Vers 14 und 15 sagt uns Gott dann, dass das ein Zeichen ist, damit keine Flut mehr kommen wird. Und ja, die Frage ist natürlich, wenn sie jetzt keine Erwartung von uns hat, haben wir trotzdem vielleicht eine Verpflichtung dem gegenüber, diesem Bund. Und ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben sehr wohl eine Verpflichtung dem gegenüber, weil uns dieser Bund daran erinnert, dass Gott, natürlich steht dieser Bund für die Gnade Gottes, aber der Bund kann uns auch daran erinnern, sollte uns daran erinnern, dass dieser Bogen nur kam, weil Gott die Erde durch die Flut vernichten musste, weil er die Sünde vernichtet hat. Und deswegen kann uns dieser Bogen Gottes Gnade zeigen, sollte uns aber auch verdeutlichen, dass wir nicht mit der Sünde spielen, dass wir diese Kleinigkeiten nicht so wie nichts behandeln, als nebensächlich, nicht so wichtig ausdrücken. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht mit der Sünde spielen und dass wir dann nicht in diese Gefahr kommen, uns vom verheißenen Land auszuschließen. Wenn wir uns nämlich die Geschichte von Israel anschauen, sie waren nach dem Auszug von Ägypten, nach 2 Jahren standen sie schon vor den Grenzen von Kanaan. Aber wegen dem Unglauben, wegen dem Spiel mit der Sünde, wurden aus 2 Jahren
40 Jahre, noch 38 Jahre drauf. Das ist, also, wenn aus 2 Jahren 40 Jahre werden, das ist schon echt ein Hammer. Das ist nicht das Doppelte, das ist ja das 20-fache. Und deswegen der Bund, den Gott nach der Flut gegeben hat mit dem Regenbogen, erinnert uns daran, an Gottes Gnade, aber auch, dass wir nicht mit der Sünde spielen dürfen. Dazu noch ein Zitat aus dem Siebenten-Tags-Adventisten Bibelkommentar aus dem ersten Band, Seite 265. Der Regenbogen, ein natürliches physikalisches Phänomen, war ein passendes Symbol für Gottes Verheißung, die Erde nie wieder durch eine Sintflut zu zerstören. Da die klimatischen Verhältnisse der Erde nach der Sintflut vollständig anders waren und Regen in den meisten Teilen der Erde den Platz des vorher segensreichen Taus übernahm, um die Erde zu befeuchten, würde etwas nötig sein, um die Furcht des Menschen jedes Mal zu beruhigen, wenn der Regen anfing. Der geistlich gesinnte Mensch sieht in übernatürlichen Phänomenen Gottes Offenbarung seiner selbst. Damit ist der Regenbogen ein Beweis für den Gläubigen, dass der Regen Segen und nicht weltweite Zerstörung bringen wird. Das ist auch noch ein schöner Aspekt, den wir hier finden, dass das nicht nur an Gottes Gnade den Menschen gegenüber erinnert, auch nicht nur daran erinnert, nicht mehr der Sünde zu spielen, sondern dass es auch gleichzeitig ein Mutmacher war für die Menschen damals. Wenn wir nämlich dann zur Geschichte von dem Turm zu Babel kommen und uns die Archäologie anschauen, und unser Bruder Ronny Schreiber hat das mal sehr schön in einem Vortrag erwähnt, dass wenn man an diesen Ort geht, wo dieser Turm gestanden haben könnte, dass man da viele gebrannte Ziegel und Pech findet. Und gebrannte Ziegel und Pech hat man nur dann zum Bau verwendet, um etwas wasserdicht zu bekommen. Also die Menschen hatten bei dem Turm zu Babel, aber natürlich auch vorher, wenn die Wolken dann kamen, unglaubliche Angst, dass wieder so eine Flut kommt. Und deswegen hat Gott ja auch in dem Text, in 1. Mose 9, Vers 12 bis 15 gesagt, wenn ich wieder Wolken sammle, dann wird keine Flut mehr kommen, dafür steht der Regenbogen. Und das ist ein sehr schöner Mutmacher und ein sehr schöner Gedanke, dass dieser Bogen auch die Menschen erinnert, wenn Wolken kommen, es wird nicht nochmal so eine schreckliche Flut kommen. Weil was mich besonders fasziniert hat, ich weiß nicht, wenn man sich das vorstellt, man hat irgendwie so die Idee, es fängt an zu regnen, das Wasser steigt immer höher und irgendwann fängt halt das Schiff an zu schwimmen. Aber in dem Buch Noah, das Finale kommt erst von Ellen White, da habe ich einen Satz gefunden, der mich wirklich erstaunt hat. Und zwar schreibt sie dort, dass als die Flut angefangen hat, selbst Satan um seine Existenz gefürchtet hat. Und da habe ich mich gefragt, was muss das für ein Ausmaß gewesen sein? Wie muss das vonstatten gegangen sein, dass selbst Satan Angst hatte, verloren zu gehen? Dass er Angst hatte, zu sterben? Und sie beschreibt dann ein bisschen weiter, dass eben Felsbrocken hochgeschleudert wurden, riesige Bäume wurden ausgerissen, überall verteilt. Also es war schon weitaus mehr als einfach nur ein bisschen starker Platzregen. Und deswegen war die Angst durchaus berechtigt, aber Gott hat ihnen gezeigt, so eine Angst müssen wir eigentlich gar nicht haben. Zum Abschluss noch ein Zitat aus dem Geist der Weissagung, aus dem Buch The Story of Redemption, Seite 71. Dieses Symbol der Regenbogen in den Wolken soll den Glauben aller bestärken und ihr Vertrauen auf Gott gründen, denn es ist ein Zeichen der Gnade und Güte Gottes dem Menschen gegenüber. Obwohl Gott sich veranlasst sah, die Erde durch eine Flut zu zerstören, umschließt er sie dennoch in seine Gnade. Das ist auch ein sehr schönes Bild, dieser letzte Satz, dass dieser Regenbogen, der die Erde wie umschließt, dass es auch zeigt, dass Gott die ganze Welt, die ganze Menschheit mit in seiner Gnade umschließen möchte. Wir haben uns vorhin angeschaut, wie Gott mit den Menschen im Garten Eden umgegangen ist und auch in der Gottheit selber. Sie hatten Spaß und Freude wie Kinder. Und so möchte der Gott das auch wiederherstellen. Sein Charakter ist nicht böse, sondern sehr, sehr schön. Und wir lesen ja auch später dann in der Offenbarung, dass der Thron Gottes von einem Regenbogen umschlossen ist, dass auch dort Gottes Gnade für die Menschen ist. Und was ich auch wundervoll finde, die Diamanten, die benutzt werden, und nicht die Diamanten, diese Edelsteine einfach, um das neue Jerusalem zu schmücken. Wenn man sich die Farben dieser Diamanten anguckt, dann haben die Regenbogenfarben. Und das ist sehr schön, wenn man sich dann das vorstellt und bewusst wird, dass der Baustoff, das Fundament des neuen Jerusalems aus einem Regenbogen besteht, aus Gottes Gnade, dass auch diese Stadt für die Menschen gemacht ist.
Und so sehen wir überall immer wieder, wie Gott eigentlich für die Menschen ist und wie er sich so wundervoll um sie kümmert. Für unser Studium zum Bund mit Noah kommen wir hier dann auch schon zum Ende. Und ich hoffe, es war ein tiefer Einstieg für viele von uns. Mir selber hat es große Freude bereitet und viele neue Dinge haben sich mir erschlossen. Und so können wir uns freuen auf die weiteren Studien, die genauso tief gehen und noch tiefer und es noch praktischer machen werden, wo wir Gottes Charakter sehen können, wo wir sehen können, wie er mit uns umgehen möchte, wie er mit uns arbeiten will. Und besonders dann auch im nächsten Studium mit dem Thema der ewige Bund werden wir uns dann den Fragen widmen, was Gottes Name ist, warum Namen in der Bibel eigentlich wichtig sind, welche Bedeutung haben Namen in der Bibel, wie hat sich Gott offenbart in der Geschichte mit Abraham und warum wurde Abrahams Name von Abraham zu Abraham geändert. Und dann möchten wir uns auch noch die Frage stellen, wie der Bund da mit Abraham aussah. So wie wir es jetzt mit Noah gemacht haben, werden wir den Bund mit Abraham unter die Lupe nehmen. Und wir werden uns schauen, welche Bedingungen gab es damals in dem Bund mit Abraham und wie hat es in Abrahams Leben Frucht getragen, wie kann es bei uns Frucht tragen. Deswegen auch eine herzliche Einladung an alle Zuschauer, auch beim nächsten Mal zuzuschauen, in das Studium mit einzugehen. Es kommen viele weitere gute Sprecher, die wir in dieses Studium begleiten, die dieses Studium mit uns durchführen, wo wir diese Erkenntnisse dann finden dürfen. Bevor wir jetzt aber zum Abschluss kommen, noch ein Gebet zum Abschluss ist meine Einladung. Und dass wir noch einfach Gott bitten, dass diese Dinge, die wir gelernt haben, nicht nur schöne Dinge sind, die wir mal gehört haben, die wir vielleicht mal weitererzählen, sondern dass es wirklich fruchtet, dass so wie von Noah und Henoch gesagt wurde, sie wandeln mit Gott, dass es genauso auch in den himmlischen Büchern über uns verzeichnet sein kann. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dieses wundervolle Studium über den Bund mit Noah. Wir haben so viel gelernt, wir haben gesehen, wie dein Charakter war vor der Flut, nach der Flut. Wir haben gesehen, dass du für die Menschen kämpfst und für sie aufbereitest, dein ganzes Heer, wie du dich um sie sorgst. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, hilf, dass wir diese Dinge praktisch umsetzen, dass es nicht nur graue Theorie bleibt, sondern dass wir mit dir wandeln, so wie es Henoch und Noah getan haben. Wir danken dir, dass von deiner Seite aus alles bereitgestellt wird und dass wir es im Glauben annehmen dürfen. Das beten wir im Namen Jesu Christi. Amen.